Oh, das wird knapp werden, ey. Das wird richtig knapp werden. Erbeutet, was ihr könnt. Stürmt los! Okay. Gut. Jetzt habt ihr gesehen, wie man es nicht macht. Autsch. Mist. Jawohl. Jetzt habt ihr definitiv gesehen, wie man es nicht macht. Hm. Alles klar. Das ist echt unschön. Ich arbeite für Anerkennung, nicht schnödes Gold. Ein neuer Titel wäre angemessen. Ja, darum kümmern wir uns ja gerade. Oh, der Gaukler ist schon wieder weg. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Na komm, wir brauchen eh Beet nachher. Sollten wir mehr als genug produzieren, hoffe ich mal. Also ja, 9 Honig für 3 Wirtshäuser sollten reichen. Ja, auch wenn das Steine kostet, werden wir den Außenposten hoch, damit wir ihn nicht wieder verlieren. Ja, ich war einfach zu schnell. Ich hätte das Mehl zurückhalten sollen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wie ihr wünscht. So, du hast wieder fast deine Steine. Können wir Steine kaufen? Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Aber unsere Waffen verkaufen wir trotzdem mal. Eisenmine ist klar.
schon unterwegs. Na, du nicht. Wie ihr so soll es Steine besorgen gehen. Ach ja, erst Badehäuser bauen. Zwei Stück. Ausbauen. Wobei, ich kann trotzdem Holz verkaufen. So ungefähr viel. Ein Karren wurde ausgesandt. Dann reicht das, was wir an Holz haben, immer noch aus, um die beiden auszubauen oder Besen herzustellen. So, Tavernen haben wir genug. Honig kommt auch gut rein mittlerweile. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ja. Ich habe immer etwas Nahrung bei mir, die ich hungrigen Siedlern in meiner Nähe gebe. Hungrige Siedler haben wir aber nicht in der Nähe. Wir haben nur Siedler, die nach Unterhaltung verlangen. So, das ist mal wieder unser gesamtes Geld. Verstanden. Was hops geht? Auf euren Befehl. Ei. So, den Außenposten sichern wir mal. Auf euren Befehl. Alles klar. Jawohl. Auf euren Befehl. Sofort. Verstanden. So. Ein Karren wurde ausgesandt. So, dann lassen wir auch die Bogenmacher Bögen verkaufen. Ah, die werden ziemlich schnell reich. Nur sie würden reich bleiben. Naja gut, die Kirche. Dadurch würden wir Theater und den Belagerungsturm freischalten. Heißt, und als nächstes die Wunsch nach Dekoration. Ja. Wohlstand ist zum Glück ein Wunsch, kein Bedürfnis. Sieht man ja hier schön, Wünsche, Bedürfnisse. So, kommen unsere Steine bald? Ja, bald kommen sie. Ei. Und ja, da müssen wir wirklich warten, bis Gev seine Mauer errichtet hat, bevor wir Mädchen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Auf euren Befehl. So, du reitest mal zum Hafen. Tust dann den Gaukler, wenn er dir einen vorschlägt. So, wir können die Steine liefern. Ein Karren wurde ausgesandt. So, die kriegen das ganze Geld. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Ihr könnt bei mir am Hafen einen Gaukler anheuern, um das Bedürfnis eurer Siedler nach Unterhaltung zu befriedigen. Das wird auch den Ruf eurer Stadt verbessern. Hm? Gute Wahl. Der Gaukler, den ihr angeheuert habt, reist zu eurem Marktplatz, um dort eure Siedler zu unterhalten. Sie werden seine Darbietungen lieben. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja.
die Bögen wird das sogar irgendwie los. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, Geld steuern. Wir kommen langsam. Haben jetzt auch alle möglichen Plusse gemacht, dadurch, dass wir alles Mögliche anbieten. So, dann sehen wir jetzt gleich, wie die Kathedrale die nächste Stufe erreicht. Unsere Kirche ist ja viel kleiner. 5 Gebäude, die arm sind. Also ja, hauptsächlich wahrscheinlich die da. So, jetzt kommt der Stein an. Wunderbar. Dieses heilige Haus wird die Siedler vereinigen und ihnen wieder Hoffnung geben. Wir sollten jetzt über genügend Stein verfügen, um den Auftrag zu erledigen. Wenn unsere Arbeiter zufrieden bleiben, wird die Kathedrale bald fertiggestellt sein. Könntet ihr Met herstellen, um unsere Arbeiter zu motivieren? Keine Sorge, wir achten darauf, dass sie nicht zu viel trinken. Glaubt ihr wirklich, der Rote Prinz ist daran interessiert, dass Geth überlebt? Angriff! Tötet sie alle! So, der Angriff... Der Gaukler ist in der Stadt! Der Angriff gilt ja jetzt wieder mir. Während ich eigentlich hoffe, dass die schon ihre Mauern errichten. Und erst wenn sie ihre Mauern haben, werde ich... ja... den Met losschicken. Also erstmal Quips Sabbat zurückschlagen. Die hat ja zum Glück nur eine kleine Armee. Und ich habe ja jetzt hier einen verstärkten Außenposten, wie man sehen kann, mit einem höheren Turm, der nichts bringt. Und einem steinernen Anbau. Nicht so wie die kleinen, die nur einen Steinturm haben und einen Holzanbau. Seine Mauer wächst. Gut. Sofort! Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Sofort! Jawohl! Nicht aufgeben! Alles klar! Angriff! So, dann bevor sie überhaupt die Karren aufstellen kann. Nehmt alles mit! Auf euren Befehl! Klammern wir hier mal die Dinger. Sofort! Also die beiden Karren. So, dann warten wir, bis die Mauer fertig wird. Bevor wir da den Met verschicken. Wir haben ja mehr als genug Met. Wir haben auch gar nicht mal mehr so viele arme Gebäude. Selbst die beiden sind noch irgendwie reich. Reich. Ja, die Bäckereien sind halt arm. Gut, die Bäckereien könnten wir reich machen, indem wir einfach sagen, jetzt gibt's kein Essen mehr außer Brot.